Ja, ich habe Gladiator Plus kennengelernt, einfach als ich ein Problem hatte, ein gesundheitliches Problem mit meiner Stute. Und dadurch, dass sie sowieso Stoffwechselproblematik hat, also sie eine Erkrankung hatte, habe ich festgestellt, dass ihr das einfach gut tut und sie eben wirklich seit vielen Jahren jetzt sehr stabil ist, gesundheitlich, auch mit ihrer Stoffwechselerkrankung, die überhaupt keine Auswirkungen mehr hat. Und Gladiator Plus ist für mich ein Mittel einfach, was ich nehmen kann, wenn ich das Gefühl habe, okay, dem Pferd fehlt irgendwas, dann kann ich es ein bisschen mehr geben oder immer auf einem gewissen Level halten, eben wenn es dem Pferd grundsätzlich gut geht. Und für mich ist es einfach ja mehr wert, um das Pferd und vielleicht sogar den Hund, was wir jetzt angehen wollen, optimal zu versorgen. Bei meiner Stute habe ich zunächst erstmal eine Kur gemacht mit Gladiator Plus mit 2 Flaschen und inzwischen setze ich so ein bisschen nach Bedarf ein. Also normalerweise so 2-, 3-mal die Woche. Und jetzt in Zeiten vom Fellwechsel, sie ist inzwischen 15, also es ist auch ein Alter, ja, wo sie nicht mehr so ganz frisch ist. Und da kriegt sie jeden Tag Gladiator über eine gewisse Zeit. Man sieht das immer so, sie hat ein bisschen geschwollene Beine oder man sieht es einfach, dass sie noch mit dem Fellwechsel zu tun hat. Und da hilft ihr das. Und jetzt ist sie seit 3 Jahren fast total stabil und auch extrem erfolgreich. Also bin ich da total froh, dass ich das so gemanagt habe. Und ich glaube, dass mir Gladiator da unheimlich viel geholfen hat, einfach dieses Pferd gesundheitlich total stabil zu bekommen. Und das ist eigentlich das Schönste, was man haben kann, wenn man nämlich keinen Tierarzt braucht. Ja, die Fitness meines Pferdes ist erstaunlicherweise etwas, was immer besser wird, obwohl sie älter wird. Das ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Komponenten in meinen Augen. Da spielt Gladiator Plus sicher eine Rolle als Unterstützung und dann aber auch das Training natürlich und die Fütterung. Das ist also etwas, was, glaube ich, auch ganz logisch ist. Im Organismus kann es nur in diesem vernünftigen Zusammenspiel zu einer Entwicklung kommen und die Stute ist inzwischen wirklich so gut, wie sie meiner Meinung nach noch nie war und hat unheimlich viel Kraft entwickelt. Als Erfahrungswert für Gladiator Plus werte ich einfach diese Stressfaktoren, die meine Stute einfach hatte, mit dem Flug nach Hongkong zum Beispiel, als erster Flug, also sie ist vorher noch nie geflogen und dann in ein Klima, was ja gänzlich anders ist, also mit 36 Grad Celsius und 90%iger Luftfeuchtigkeit, ist sie bestens klargekommen. Also die hat nicht einen Hauch von Reisefieber gehabt oder irgendein anderes Problem, was andere Pferde durchaus hatten. Und insofern sehe ich das einfach, dass sie wirklich total fit ist vom Gesundheitlichen her. Und jetzt auch der Flug nach Kentucky war genauso. Sie war topfit. Inzwischen ist sie auch Profi, Gott sei Dank. Aber es ist einfach überhaupt kein Ding, irgendwie einen Klimawechsel anzugehen, weil sie das ganz, ganz locker wegsteckt. Gladiator Plus gefällt mir deshalb ganz gut, weil es einfach völlig frei dosierbar ist. Also ich kann es wirklich von der Dosierung hier ein bisschen runterschrauben. Wenn zum Beispiel auch ein Pony mal davon profitieren soll, wir haben noch so ein Mini-Shetty, was ab und an eben, weil sie auch schon älter ist, auch mal ein Problem hat eben mit der Umstellung vom Sommerfell zum Winterfell zum Beispiel. Und da kann ich einfach eine geringere Menge nehmen oder ich kann auch mal eine verdoppelte Dosis benutzen, wenn irgendwie was Besonderes ansteht. Und es wird sehr, sehr gern angenommen. Also wenn man ein bisschen mäkeligen Charakter hat oder ein mäkeliges Pferd hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Sie fressen sehr gern und das macht die Sache sehr einfach. Auch die Größe der Flaschen finde ich persönlich ganz gut. Es gibt relativ kleine, die man einfach auch dann mal mitnehmen kann, wenn man irgendwo hinfährt mit dem Pferd oder eben die große, die dann einfach länger hält. Also es ist insgesamt eine sehr schöne Geschichte, damit zu arbeiten. Also nur ein Pferd, was sich insgesamt wohlfühlt und auch ausgeglichen und vernünftig ernährt ist, kann einfach auch die Leistung bringen, die ich von ihm fordere. Und ich selbst muss es eben auch können. Das heißt, ich gucke lieber nochmal danach, ob ich vielleicht auch irgendwo als Reiter da einen Fehler mache, aber ich gucke, dass das Pferd die beste Voraussetzung hat. Und insofern ist Gladiator Plus da auch wiederum das Mittel der Wahl, dass man das gesamthaft betrachten kann. Mein Pferd bewusst versorgt.
Alle Informationen gibt's auch im Internet unter www.gladiatorplus.com.